Hier ist wieder euer Aquarianer und in diesem Video will ich euch gerne einmal meinen Philodendron vorstellen und einige interessante Fakten dazu, wie ich ihn in meinem Aquarium angesiedelt habe. Denn normalerweise ist der Philodendron eigentlich nichts, was man unbedingt mit einem Aquarium in Verbindung bringen möchte oder auch tut, aber er ist durchaus sehr gut geeignet, wie ihr gleich sehen werdet. Denn dieser Philodendron hat eine sehr interessante Eigenschaft und zwar könnt ihr es an diesem hier zwar noch nicht erkennen, aber es ist durchaus so, dass er nach einiger Zeit Luftwurzeln entwickelt, welche ihm ermöglichen, komplett ohne Erde zu wachsen und zu existieren, ohne dass er eingeht. Und wie das aussieht, schauen wir uns doch jetzt mal an meiner Aquariuminstallation an. Und zwar können wir es direkt hier erkennen, unter anderem der Philodendron. Das hier hingegen ist kein Philodendron, sondern das ist das Fensterblatt, was unter anderem seinen Namen daher tragen könnte, dass es diese schlitzartigen Fenster in den Blättern hat. Aber da möchte ich mich nicht zu sehr festlegen, aber es ist durchaus eine ähnliche Art von Pflanze, welche auch durch ihre Luftwurzeln wächst. Weil ich jetzt schon so viel von den Luftwurzeln erzählt habe, hier könnt ihr sie erkennen. Dort oben diese braunen Wurzeln, die hier überall herauswachsen, die gehören zu den Philodendron. Allerdings sehen sie bei den Fensterblättern ähnlich aus, wie ihr hier sehen könnt. Aus den Stämmen. Und interessanterweise könnt ihr erkennen, wie sie hier in das Aquarium hereinwachsen. Vielleicht können wir auch einen Blick unter die Oberfläche erhaschen und erkennen, wie dieses Geflecht sich hier ausgebreitet hat unter die Wasseroberfläche. Und dies liegt natürlich auf der Hand, dass sie es tun, damit sie genügend Wasser erhalten und nicht vertrocknen. Daher sollte man, selbst wenn die Pflanze Luftwurzeln hat, sie immer mit einer Wasserquelle verbinden, bestenfalls. Also wie ich das hier mit meiner Installation vorgenommen habe, haben wir ein sehr effizientes System, da auch die Wurzeln über der Oberfläche immer leicht nass sind, auch dank meines Mooses, in welches sich sie schon eingewickelt haben sozusagen. Denn dieses Spießmoos ist durchaus auch in der Lage, sehr viel Wasser aufzunehmen, wie ihr vielleicht in meinem anderen Video über die verschiedenen Moose schon gesehen habt und im Vergleich zu den Tonerdeperliten. Also das könnt ihr auf jeden Fall auch anschauen. Aber zurück zu meinen Pflanzen. Ihr könnt vielleicht auch sehen, hier in der Ecke ist es zwar schwer zu erkennen, aber dort befindet sich eine Efeutute, welche ebenfalls mit ihren Unterwasser- oder auch Luftwurzeln die Unabhängigkeit von Erde hat. Also ihr braucht keinen Blumentopf, sondern könnt sie einfach, so wie ich es gemacht habe, irgendwo befestigen und dann kriegt sie schon ihre Wurzeln an der Oberfläche. Ihr könnt hier natürlich nochmals sehen, dass es einige Zeit dauern kann, bis sich die Luftwurzeln entwickeln und damit die Pflanze zu einer epiphytischen Lebensform wird, also einer Pflanze, die ohne Erde überleben kann. Und der Vorteil ist natürlich, wenn ihr eine derartige Installation wie ich habt, dann müsst ihr auch keine Sorgen haben, dass eure Pflanzen im Urlaub vertrocknen, da sie immer ausreichend Wasser aus dem Aquarium bekommen. Natürlich müsste man nach dem Urlaub eventuell etwas Wasser nachfüllen, da es denkbar ist, dass die Pflanze es raussaugt und es durch Verdunstung dann in die Luft gelangt und so der Wasserspiegel marginal sinkt, was nicht wirklich dramatisch ist. Aber nach einem halben Jahr sollte man vielleicht mal nachschauen, ob noch Wasser im Aquarium vorhanden ist. Aber ansonsten habt ihr damit wenige Probleme und eine wirklich schöne Dekoration. Diese Blätter hier haben natürlich im Gegensatz zu meinen Fensterzimmerblättern keine Schlitze, sondern nur diese Auswüchse, die leicht aussehen, als hätte einer dran rumgenagt. Dem ist aber nicht so. Aber ich wollte darauf hinaus, dass bei den Fensterblättern diese Schlitze, die ihr schon gesehen habt oder vielleicht auch da hinten sehen könnt, wenn man sie von mir aus sieht, diesen hier, die dienen dazu, dass auch die Pflanzen, die darunter sind, immer ausreichend Licht abbekommen und so. Kann man sagen, dass es sich dabei um eine sehr soziale Pflanze handelt, wenn man das auf Pflanzen so anwenden möchte. Und nun würde ich euch gerne noch zeigen, wie groß sich so ein Philodendron entwickeln kann. Aber bevor ich euch zeige, wie sich die Luftwurzeln an meinem Philodendron entwickelt haben, kann ich noch mal darauf zu sprechen kommen, dass ich hier vorhabe, mir einen Zimmergartenteich zu installieren, direkt neben meinem Aquarium, weil ich denke, in der Gesamtheit könnte das wirklich ein sehr schönes Bild abgeben. Und hier hätten wir dann so eine Art Regentonne voll mit Wasser, die dann begrünt wird und mit Wasserpflanzen kultiviert, sodass es auch keine Staunässe oder vermoderte tote Pflanzen gibt. Also da könnt ihr auch gespannt sein. Und nun schauen wir nochmal die Luftwurzeln an der richtigen Luft.
Hier könnt ihr jetzt sehen, wie sich die Luftwurzeln entwickeln können, wenn man sie außerhalb eines Aquariums anpflanzt, die Pflanzen. Ihr könnt erkennen, dass es sich durchaus um eine mannshohe Wurzel, ein Wurzelgebilde handelt, welches hier aus diesem Hauptstamm immer wieder kleine Luftwurzeln bildet, welche dafür dann sorgen, dass die Pflanze auch ohne Kontakt zur Erde ausreichende Nährstoffversorgung hat. Aber hier ist es durchaus zu empfehlen, dass man so eine Art Wasserquelle hat, wo die Wurzeln ihr Wasser herbeziehen. Denn obwohl hier alles mit Luftwurzeln bewachsen ist, sieht man, der Ursprung liegt immer noch in diesem Blumentopf hier unten. Aber auch wenn dieser hier selten gegossen wird, könnt ihr erkennen, dass die Blätter trotzdem sehr schön sind. Es ist bemerkenswert, dass sie nur in Richtung der Sonnenfenster wachsen und nicht in die andere Richtung. Denn die Blätter richten sich so aus, dass sie immer das maximale Sonnenlicht abbekommen. Und so haben wir dann am Ende eine einseitig begrünte Pflanze in unserem Haus oder dem Garten oder dem Aquarium. Damit würde ich mich auch schon wieder für dieses Video von euch verabschieden. Schreibt mir gerne in die Kommentare, ob es euch gefallen hat und ob ihr vielleicht auch Philodendron zu Hause habt oder Fensterblätter. Das würde mich sehr interessieren. Und bis dahin würde ich mich freuen, wenn ihr mir einen Daumen nach oben gebt, wenn es euch gefallen hat und nicht vergesst, auf meiner Facebook-Seite vorbeizuschauen. Und wenn ihr mich schon abonniert habt, dürft ihr auch auf keinen Fall vergessen, die Glocke zu läuten, damit ihr kein weiteres Video verpasst. Danke fürs Zuschauen und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Euer Aquarianer.